The Lord is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Der Himmel wartet auf dich. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Von den Aposteln steht geschrieben: Sie aber zogen aus und predigten an allen Orten. Und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die mitfolgenden Zeichen. Wie Christus seine Jünger aussandte, so sendet er heute die Glieder seiner Gemeinde hinaus. Dieselbe Kraft, die Apostel hatten, steht ihnen zur Verfügung. Wenn sie Gott zu ihrer Stärke machen, wird er mit ihnen zusammenarbeiten und sie werden nicht vergeblich arbeiten. Sie sollen sich bewusst machen, dass die Aufgabe, für die sie sich einsetzen, mit dem Siegel Gottes gekennzeichnet ist. Gott sagte zu Jeremia: Sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende, und predigen alles, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und will dich erretten. Dann streckte der Herr die Hand aus und berührte den Mund seines Dieners und sagte: Siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Und er bittet uns, hinauszugehen und die Worte zu sagen, die er uns gibt, indem wir seine heilige Berührung auf unseren Lippen spüren. Christus hat seiner Gemeinde eine heilige Pflicht übertragen. Jedes Gemeindeglied sollte ein Kanal sein, durch den Gott der Welt die Schätze seiner Gnade, den unerschöpflichen Reichtum Christi, übermitteln kann. Nichts wünscht sich der Heiland so sehr wie Mitarbeiter, die der Welt seinen Geist und seinen Charakter zeigen. Nichts braucht die Welt so dringend wie ein Anschauungsbeispiel der Liebe Christi in menschlicher Gestalt. Der ganze Himmel wartet auf Männer und Frauen, durch die Gott die Kraft des Christentums offenbaren kann. Die Gemeinde ist Gottes Werkzeug zur Verkündigung der Wahrheit. Er hat sie mit Kraft ausgerüstet, um eine besondere Aufgabe zu erfüllen. Wenn sie ihm treu ist und all seinen Geboten gehorcht, dann werden die vorzüglichen Eigenschaften der Gnade Gottes in ihr wohnen. Wenn sie treu bleibt, wenn sie den Herrn, den Gott Israels, ehrt, dann gibt es keine Macht, die ihr widerstehen kann. Eifer für Gott und seine Sache bewegte die Jünger, mit Vollmacht vom Evangelium Zeugnis abzulegen. Sollte nicht ein ähnlicher Eifer unser Herz mit dem festen Entschluss entzünden, die Geschichte von der erlösenden Liebe, von Christus und seiner Kreuzigung weiterzuerzählen? Jeder Christ hat das Vorrecht, die Wiederkunft des Heilandes nicht nur zu erwarten, sondern zu beschleunigen. The Lord is coming.